Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier noch ein bisschen dekoriert. Der Winter ist durch. Der Wein ist gedüngt. Die Oliven sind gedüngt. Hier stehen ein paar olle Mülltonnen rum. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Hier dieses Quad kennt ihr, glaube ich, schon, ne? Und ich habe überlegt, was können wir machen? Im Moment ist also tatsächlich nicht so sonderlich viel zu tun. Aber wir haben mindestens eine Wiese, die gemäht werden kann. Und sofern ich jetzt gerade unseren, da ist er, Big M finde, können wir mal eine Runde mähen fahren, würde ich sagen, oder? So. Also wir haben jetzt zumindest eine Wiese. Ich weiß gar nicht, gleich mal gucken, ob wir noch mehr haben, aber ich bin mir, eigentlich haben wir nur eine, soweit ich weiß. Ich kann ja, ne, hier da hinten die Felder, machen können wir soweit noch nichts, wir können vielleicht noch Hafer anbauen. Ich weiß gar nicht, warum da so ein Buckel drin ist, da muss ich nochmal bei. Aber wir fahren jetzt erstmal Gras fertig machen. Dann müssen wir mal ein paar Kühe reinhauen, weil ich weiß absolut nicht, was da an Futter reinkommt. Heu auf jeden Fall. Stroh. Ich glaube, Gras kommt da gar nicht rein, oder wie sieht das aus? Klappen das Ding mal auf. So. Ausgewählter Arbeitsmodus. Genau, wo kann ich denn den... Also, Steuerung und Z. Wir wollen eine... Das ist jetzt eine gute Frage. Wird da Heu von, wenn wir das so liegen lassen? Oder sollten wir... Wir können eine Schwartablage machen. Dann kann man Gras sammeln, kann es verpacken und kann Silage machen. Nee, ich glaube, wir brauchen die Breitablage. Genau, so. Und... Oh, hier mäht er auch gleich mit. Das ist ja cool. Dann machen wir eine Breitablage. Dann werden wir das anschließend wenden. Brauchen auch einen Heuwender. Und danach Schwaden. Und dann haben wir nämlich Heu. Oder wir sammeln das... Naja, Schwaden müssen wir so oder so. Und dann machen wir Ballen, genau. Das ist eine coole Sache. So werden wir es machen. Jetzt einfach außen rumgurken erstmal. Weiß so gar nicht, wie häufig wir das wenden müssen. Aber egal, jetzt haben wir hier erstmal Gras. Weil Silage haben wir, das brauchen wir nicht. So. Und wir sehen natürlich jetzt rechts überhaupt nicht, was er gerade macht. Ne? Also wenn wir jetzt so fahren, gehe ich mal davon aus, dass wir auf jeden Fall so sind, dass wir die ganze Wiese haben. Aber man sieht so erstmal nichts.
Dann fällt mir gerade ein, wir müssen dann noch einen Wender kaufen und wir müssen einen Schwader kaufen. Und theoretisch können wir das Zeug auch lose einholen. Die Steine liegen ja immer noch hier rum. Ist ja unglaublich. Ich werde jetzt mal so anpeilen, die Geländerkante da unten rechts, unten links. Dann müsste es passen mit dem Mähen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ein bisschen krumm und schief, aber es ist egal. Wir legen ja erstmal nur ab. Mit den Schwaden nachher muss das ein bisschen anders aussehen. Sonst wird das nämlich nichts. Ganz schön eierig, ha? Und ich würde tatsächlich auch mal einen Bandschwader ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, normalerweise hebt man aus, aber hatte ich gerade keine Lust zu. Was ich ein bisschen schade finde, dass da oben nicht die Temperaturen angezeigt werden, die wir aktuell haben. Also normalerweise würde man jetzt hier ausheben und dann wieder runtersetzen, aber und ich bin gespannt, ob wir mit unserer Rundballenpresse auch so pressen können, ohne das Zeug einzuwickeln. Ja, mit 25 Mähen, das kann sich doch sehen lassen, oder? Es wird ja wohl realistisch sein, sonst ginge es nicht, würde ich mal behaupten. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man mit so einem Ding über einen Acker fliegt. Wunderbar. So, und jetzt passt das nämlich auch, dass wir hier quasi
entsprechend so wenden können. Aber ist der wirklich so schnell? Also ich finde das so ein bisschen, als wenn das viel zu flott ist. Ich glaube, der Tempomat würde auch Vollspeed fahren. Das Einzige, was jetzt halt im LS nicht so realistisch ist, das Zeug muss jetzt nicht tagelang auf dem Feld rumliegen. Du kannst es wenden und dann hast du Heu. So war es zumindest beim 19er. Jo, klappt doch ganz gut, ne? Finde ich. Weiß gar nicht, was wir auf den anderen Feldern gepflanzt haben, ob wir da auch Gras haben. Wir werden gleich mal gucken, sobald wir hier durch sind. Aber wir haben noch so viele Felder, wo wir irgendwas draufschmeißen können, ne? Da war noch ein Büschel, der stehen geblieben ist. Naja, lassen wir ihn. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Schwaden so auch trocknen. Ich meine ja, aber... Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Ganz schön eierig unterwegs, aber egal, Hauptsache wir schaffen das.
Das klappt, aber ganz schön große Felder. Das muss man jetzt mal wirklich so sagen, ne? Man ist schon eine Weile beschäftigt hier. Die fliegen rechtzeitig weg. Auch gut so. So, wenn wir die Wiese gleich fertig haben, gucken wir, wo eine andere ist. Da würde ich dann aber tatsächlich einen Helfer drauf ansetzen. Ja, 17 Minuten schon wieder am Mähen, das ist unglaublich. Na, das war ein Speicherruckler. Ja, was soll man erzählen? Ich weiß nicht. So ein Trott hier, ne? Rauf und runter und runter und rauf und... So. Fast fertig. Ganz schöne Fläche, mein lieber Mando. Muss mal gucken, dass ich irgendwo noch was baue, wo wir die Ballen dann unterbringen, wenn wir Ballen pressen. Übrigens, Erdbeeren sind auch schon wieder so weit, dass wir die wegfahren können. Ich glaube, beide Gewächshäuser komplett voll. Das ist eben das Blöde, wenn du alleine bist, ne? Du kannst hier
Helfer einsetzen, aber du musst halt dann doch irgendwo alles alleine machen und das ist schon manchmal nicht so leicht, ne? Bald ist es geschafft und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Unglaublich. Was haben wir gemacht? Die ganze Folge nur gemäht. Hätte nicht gedacht, dass wir da so lange für brauchen. Und vor allen Dingen, dass das Feld so groß ist. Wir haben ja doch jetzt schon eine gewisse Arbeitsbreite auch, ne? Das war jetzt Mist, aber zurück müssen wir so oder so nochmal. Von daher. Werden wir einmal hier kurz rüber schwenken. So. Sieht alles chaotisch aus, aber egal. Ich überlege gerade, ob wir eigentlich AdBlue mit am Start haben. Ja, super, damit sind wir dann durch, passend zum Folgenende. Das heißt, ich kaufe mit euch jetzt noch eben einen Heuwender und einen Schwader. Was machst du denn hier? Beziehungsweise wir gucken auch mal eben, wo, auf welchen Feldern wir eventuell noch Gras haben.
Wird als Feldfrüchte hier gar nicht angezeigt. Doch Gras, guck mal hier. Nur auf der 36 ist Gras. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Gucken wir mal eben hier Heuwender. Wo haben wir es denn? Maispflücker, Feldtäcksler, Gruber, Scheibenecken, wo sind denn die Dinger, Mensch? Da, Wender. Wender. Nur die, guck mal, die Dinger sind gar nicht drin. 17 Meter, okay. Werden dann, glaube ich, schon den nehmen. Ein schöner großer. 3,9 Tonnen. Wir brauchen einen Traktor mit 100 PS. So, den kaufen wir jetzt erstmal. Okay. Denke mal, Traktor mit 100 PS haben wir. Und dann brauchen wir noch einen Schwader. Gucken wir mal, was wir haben. Hier die großen Kronen, Kuhn. 14,7 Meter, das ist ein Bandschwader, oder? 9,5 Meter hat der nur, okay. Probieren wir es mit dem hier. Ich glaube, bei der Wiese ist der ganz, ganz okay. Wolle kaufe, ja, wollen wir, genau. Dann fahren wir das Ding jetzt zum Hof. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Hinten zum Waschplatz direkt fahren, dass er wieder sauber ist. Direkt zum Waschplatz. Nicht in den Zaun. Sprach's und raste doch hinein. Ganz schön laut, wa? Junge, Junge, Junge. So, fahren wir den wieder in seine Garage. Und ich würde Ihnen sagen, in der nächsten Folge werden wir den Heuwender holen. Ich muss mal sehen, wo dieses Class-Pack an. Ja, toll, das war jetzt sehr sinnvoll. Siehst nämlich nichts nach hinten raus. So, und ich glaube, wir nehmen mal den Deutz, oder? Wir fahren mal mit dem Deutz. Finde, der Deutz klingt richtig geil. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist eigentlich so der Sound, den ich beim MB-Truck vermisse, den ich letztens hatte. Also der klang meines Erachtens furchtbar.
Aber da hatte ich hier Oysterpropper einen schönen. Und er meint ja noch, wenn der Mod rauskommt, dann wollte er irgendwie ja, das kundtun oder wie auch immer, wenn der frei verfügbar ist. Der klang schon geil. So, jetzt hoffe ich mal, ob meine Kenntnis reicht, dass ich direkt den richtigen erwische. Das da müsste. Upsa, das hier ist der Wender. Zu dem Ding da links kommen wir auch noch später. So, aber liebe Leute, wie wir Heu wenden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hänge das Ding noch an. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Und sage erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.